Okay. Also, dann können wir jetzt anfangen mit etwas Verspätung. Für den Videostream Slides werden jetzt nicht gross drauf sein, aber ich kann sonst irgendwie dann bei der Beschreibung den Link rein tun, zum Slides herunterladen. Genau, also das Thema ist jetzt Fotogrammetrie und es geht um 3D-Rekonstruktion mit 2D-Bildmaterial. Was das genau bedeutet, erkläre ich gerade an einer Geschichte, von einem Problem, das wir hatten. Vielleicht zuerst zu mir, ich bin Danilo, ich bin von Rappi, vom Cordon Packerspace. Uns gibt es seit 2013 und da haben wir am Anfang das Problem gehabt. Genau. Zuerst kommt ein bisschen die Hintergrundgeschichte, dann was ist Fotogrammetrie, dann zu unserer Erfassung von Bildmaterial vom Schloss Rapperswil und am Schluss noch eine Rekonstruktion mit so einer Software, die sich VSFR nennt. Wir haben uns im Herbst 2013 gegründet und 3D-Drucker war so ein Hot New Shit, was ein bisschen langsam massentauglich war. Und wir gefunden, ja, als Hackerspace brauchen wir unbedingt auch einen. Und haben so ein bisschen gedacht, ja, so Ultimaker wäre schon noch cool. Aber wir waren auch als arme Studenten noch und haben uns nicht selber einen können leisten. Und dann ist ja klar, Crowdfunding ist ja die Lösung für alles. Dann haben wir so eine Seite gemacht mit einem Raffi ohne Bart, fast. Unser Ziel war eigentlich, 1600 Franken zusammen zu bekommen für so einen Bausatz Ultimaker, den Originale noch. Und hat so ein Stretch Goal gesetzt, ab 3000 Stutz könnte man sich den Ultimaker 2 kaufen, der auch auf der Box schon funktioniert und so weiter. Hat noch so Stretch Goals gemacht, wie irgendwie ein Kinect zum 3D-Scan zu machen und noch so einen Filastruder zum Filament wieder einschmelzen. Und hat es dann mit 214% weit übertroffen, hat man wirklich nicht damit gerechnet. Aber es ist dann super gegangen und dann ja, in der Vorbereitung haben wir uns überlegt, die ganzen Leute, die hier mitmachen und unterstützen, was können wir ihnen geben als Dankeschön. Und wir haben irgendetwas, wollen, das Bezug hat auf den 3D-Druck und auf halt irgendeinen lokalen Bezug. Und da sind wir darauf gekommen, man könnte auch diesen Leuten das 3D-Druck zu Schloss Rappi geben. Genau hier sieht man die zwei Perks, die es gegeben hat. Das eine war, man bekommt das 3D-Druck zu Schloss Rappi, verschiedene Grösse. Und dann war halt so ein bisschen die Frage, wie kommen wir jetzt zu diesem 3D-Modell, das wir versprochen haben, den Leuten. Und ich habe vorher natürlich schon ein bisschen informiert, damit wir hier nicht das Problem haben. Also gesehen, auf sketchup.com gibt es ein Schloss, das man herunterladen kann. Genau, und dann habe ich gedacht, das ist kein Problem, dann laden wir das 3D-File ab und drucken es. Genau, dann war das Problem. Moment schnell. So. Dann haben wir plötzlich aber festgestellt, das Modell das ist so ein bisschen inkonsistent implementiert gewesen. Zum Teil hat das Dach innen über die Wand über gehabt, zum Teil ist es nur bis an die Wand hergegangen. Und was noch schlimmer ist, es hat Löcher gehabt im Modell. Das heisst, es ist nicht wasserdicht, es ist nicht 3D druckbar. Und man hat das natürlich mit manueller Aufwand hat man es irgendwie können flicken. Wir haben uns natürlich dann für die Lösung mit noch viel mehr manuellem Aufwand entschieden, aber das ist schon. Wir haben viel dabei gelernt. Dann haben wir gedacht, ja gut, dann machen wir es halt selber. Und der erste Gedanke war, ja gut, dann zeichnen wir es einfach im 3D-Programm halt zeichnen. Ist ja kein Problem. Für das müssen wir es irgendwie vermessen. Dann haben wir gedacht, ja, die Stadt wird schon Pläne haben vom Schloss. Und sind dann zu der Stadt gegangen und haben sie gefragt, ob sie Pläne haben. Und die haben auch bereitwillig Pläne. Also wir haben dort reingehen, USB-Stick einstecken, irgendwelche Scans von A3 Pläne machen und so weiter. Sehr nett gewesen, aber es hat leider nur einen Grundriss gehabt und die bringen halt wenig für zum irgendwie die Höhe einschätzen vom Schloss. Was man natürlich auch könnte, ist, ich bin auch gerade in der Bibliothek, habe mir irgendwie zur Vermessung Bücher ausgelehnt und ein bisschen geschaut, wie das läuft. Und da braucht man halt so Laserdistanzscanner und so, Distanzmesser. Dann habe ich mal bei der Hochschule angefragt, ob sie uns das vielleicht auslehnen könnten. Und dann ist eine andere Idee aufgekommen, aber vielleicht zuerst noch schnell eine weitere Möglichkeit wäre ein LiDAR-Scan. Machen wir meistens glaub, von einem Flugzeug aus, wo man irgend so einen Scanner hat, der dann mehrere Strahlen macht und dann irgendwie Distanzen misst. Das war natürlich aber außerhalb von unserem Budget gewesen. Und die dritte Möglichkeit, die uns dann die Hochschule noch vorgeschlagen hat, war, wieso kaufen wir euch nicht eine Drohne und ihr macht es mit der Drohne? Da haben wir gefunden, ja sicher. Wir haben dann gemerkt, dass halt geeignete Hardware gleich noch einiges kostet und haben uns dann mit der Hochschule darauf geeinigt, dass wir von jemandem, den wir kennen, Drohnen auslehnen, Quadrocopter, um die Bilder zu machen. Und genau, das ist in Zusammenarbeit mit der Hochschule entstanden. Sie haben uns ein bisschen finanziell unterstützt bei gewissen Ausgaben, die wir hatten, für Testlizenzen von Software und so. Und es ist eigentlich darum gegangen, Bericht zu schreiben, wie diese Fotogrammetrie funktioniert
und ein Vergleich zwischen drei verschiedenen Programmen, zwei kommerzielle und eins Open Source. Und jetzt an diesem Punkt werde ich dann einfach auf die Open Source Lösung eingehen. Fotogrammetrie ist eigentlich ein Begriff für Methoden, um zweidimensionale Bilder in ein dreidimensionales Modell umzuwandeln und das zu rekonstruieren. Und man hat natürlich auf einem 2D-Bild nicht die räumlichen Informationen, kann aber mit so gewissen Algorithmen kann man dann die Informationen daraus extrahieren. Der Prozess ist eigentlich zuerst durch ein Bildmaterial sammeln, wo das Objekt von jeder Seite darauf abgebildet ist. Dann gibt es eine Feature-Erkennung, dünn besetzte Punktwolken, dicht besetzte Punktwolken. Dann bekommt man ein Mesh und am Schluss kann man ein Solid daraus machen, wo man dann 3D drucken kann. Der erste Schritt, das Bildmaterial, ist, man braucht qualitativ gute Fotos. Die sollten entzerrt sein, also wenn man jetzt eine GoPro nimmt, dann hat man so Fischaugeneffekt drauf, das möchte man nicht haben. Sie sollten überlappend sein, damit halt die gleichen Punkte auf mehreren Bildern vorhanden sind. Strukturen, die wichtig sind, wie irgendwelche Zinnen beim Schloss oder so, sollten von mehreren Seiten sichtbar sein. Und idealerweise hat man georeferenzierte Bilder, wo halt GPS-Koordinaten oder was auch immer für Koordinaten drin gespeichert sind. Ist nicht zwingend nötig für die Rekonstruktion, aber macht sie schneller und etwas fehlertoleranter. Dann der zweite Schritt, den die Software machen muss, ist Feature-Erkennung. Und ein Feature ist eine Stelle im Bild, die mathematisch interessant ist. Das bedeutet zum Beispiel, es kann sein, irgendwie eine Kontur, wo irgendwie zwei Ziegelsteine sind und dazwischen jetzt irgendwie eine dunkle Kante. Und die Kante kann man, wenn sie irgendwie speziell aussieht, in mehreren Bildern erkennen und kann dann aus dieser Position vom Bild gegenüber dem letzten Bild irgendwie feststellen. Und was dort auch noch wichtig ist, kenne ich dort auch nicht so aus, ist, dass zum Beispiel, wenn eine Rotation drin ist, dass man die Rotation erkennt und so weiter. Aber einfach, dass man trotzdem auch, wenn das andere Bild verzerrt und rotiert ist, dass man immer noch die Features in allen Bildern erkennen kann. Dünn besetzte Punktwolke oder Sparse Point Cloud ist eigentlich eine Wolke aus Punkten im 3D-Raum. Sind aber nur die nötigsten Punkte aus der 3D-Rekonstruktion, die man noch nicht wirklich kann. Man kann so ein bisschen Konturen erahnen, aber man sieht noch nicht wirklich das ganze Objekt. Und die Punktwolke wird aus den Features generiert. Wenn man ein Feature auf mehreren Bildern kennt, dann weiss man etwa, wo dass sich das gegenüber den anderen Punkten im Raum befinden muss. Und das wird dann zu einem Punkt in der Punktwolke. Die Punkte haben ja zum Beispiel schon Farbinformationen drin. Und je nachdem, was man für Software braucht, vielleicht noch weitere Informationen wie Koordinaten oder so. Dann als nächster Schritt muss man eigentlich die Punktwoche verdichten. Und dort wäre eigentlich immer zwischen zwei dünnen Punkten, also zwischen zwei Punkten von der dünn besetzten Punktwoche, werden weitere Punkte eingefügt. Und dann wird halt auf dem originalen Bildmaterial geschaut, wo sind die, welche Distanz haben die, was haben sie für eine Farbe. Und das nennt sich Verdichtung. Am Schluss bekommt man ein Mesh, das ist ein Polygonnetz, meistens aus drei oder Viereck. Und für das man auf das Mesh kommt, muss man zuerst die Punktwoche bereinigen, wenn man halt ein bisschen Rauschen drin hat und so weiter. Und nachher, wenn man so eine bereinigte Punktwoche hat, dann gibt es Algorithmen wie die Poisson Surface Reconstruction, die irgendwie 2006 von Microsoft entwickelt worden ist. Und mit denen kann man so aus einfach Punkte im Raum kann man probieren, die Oberfläche zu approximieren, die halt über die Punkte verläuft. Es gibt verschiedene Dateiformate, die Mesh enthalten, wie zum Beispiel das Obi-File, Wavefront, Blender benutzt Meshes und dann gibt es noch ein PLY-Format von Stanford, sollte das glaube ich heissen. Genau, und schlussendlich will man aber zum Drucken ein solides Objekt haben, wo nur aus einer Oberfläche besteht, die über das ganze Objekt drüber geht. Ein Solid muss wasserdicht sein und hat ein Volumen. Das heisst, man muss das einfüllen mit 3D-Druckmaterial. Und es muss eine mathematische Mannigfaltigkeit sein. Das bedeutet, alle Flächen zeigen gegen außen. Also wenn man so ein Mesh hat, kann es sein, dass das Mesh einfach mal gegen innen zeigt und das andere gegen außen. Und dann weiss die Software nicht, was ist jetzt die Innenseite und was ist die Außenseite. Das darf aber nicht sein. Es darf nicht sein, dass zum Beispiel eine Kante oder ein Punkt oder so mehrfach vorhanden ist an den gleichen Koordinaten. Und zum Beispiel an jeder Kante müssen zwei Flächen anlegen, dass man nicht einfach eine Kante hat, die so ins Leere rausgeht und dann weiss der Drucker halt nicht, was machen damit. Und die übliche Formate sind zum Beispiel STL oder STEP. Dann, wenn man jetzt den Prozess ein bisschen kennt, dann weiss man, als erstes müssen wir da irgendwie die Informationen sammeln vom Schloss. Da haben wir einen Quadrocopter von einem Kollegen ausgelehnt, das war von Team Blacksheep.
Die hatte so einen Stabilisator gehabt, was noch wichtig ist, damit halt Bilder nicht noch irgendwie so Bewegungsunschärfe drin haben. Wir haben GoPro verwendet jetzt in diesem Fall. Wir haben später noch eine andere Kamera verwendet, aus Gründen, die ich noch ein bisschen erkläre. Und wir haben einfach so ein Smartphone, Fairphone mit Kabelbinder oben drauf gebunden und eine GPS-Tracker-App gestartet, damit wir noch Positionen haben. Und haben die nachträglich über Zeitstempel korreliert mit den Fotos. Das hat uns ausgesehen. Das ist jetzt ein bisschen beschissen, weil es war der zweite Versuch, wo wir eine andere Kamera drauf hatten, wie man hier sieht. Aber im ersten, also dort, wo wir das Schloss rekonstruiert haben, haben wir GoPro verwendet. Wir haben zweimal pro Sekunde ein Foto gemacht, automatisiert. Wir haben zwei Akkus dabei gehabt für 10 bis 15 Minuten. Also haben wir etwa eine halbe Stunde lang sind wir so ein bisschen ums Schloss geflogen. Sind auch irgendwie in den Innenhof rein, dort rundherum. Sie noch irgendwie hat die Kamera in die Hand genommen und sind damit irgendwie so ein bisschen durch die Gänge durchgelaufen, dass wir halt möglichst von jeder Seite, von jeder Oberfläche irgendwo ein Foto haben. Und es hat dann 2700 Fotos gegeben. Hier sieht man die Flugphase, wo wir abgeflogen sind. Also ein bisschen vom Rhythm und dann rundherum. Hier sieht man, wie das Schloss aussieht aus der Luft. Das war noch gewesen, bevor es so Gesetze zu Quadrocopter und so weiter gegeben hat, wo man hat. Dann hat man noch nicht genau gewusst, wie das legal aussieht. Heutzutage müssen wir vermutlich eine Bewilligung haben. Genau, da habe ich noch ein kurzes Video. Wenn ich es finde. Ja, ist nicht so fullscreen. Jetzt seht ihr auch, auf dem Dach liegt Schnee, das ist nachher noch ein bisschen relevant. Dort haben wir eher weniger Bilder gemacht, haben wir nachher auch gemerkt bei der Rekonstruktion. Und da sind wir noch den Gang hintergelaufen, dass man dort von unten noch ein paar Bilder hat. Genau, also das Fazit ist, der Winter war grundsätzlich gut gewesen, weil die Bäume sind nicht belaubt gewesen und hat dann noch irgendwie gestört oder so. Aber der Schnee war recht blöd gewesen, weil wenn man sich so vorstellt, man hat ein Dach mit so Ziegeln drauf und da liegt Schnee. Und für den Algorithmus ist das einfach alles weiss. Er hat keine Chance, um irgendwie Features zu erkennen. Entsprechend war auch die Oberfläche dann sehr uneben. Was besser wäre, wäre vermutlich irgendwie Herbst, wo es schon kein Laub mehr hat, aber kein Schnee oder so. Und die Linsenverzerrung von der GoPro ist schon ziemlich stark, so mit dem Fischauge-Effekt. Da wäre es besser, wenn man eine neutrale Linse hat von Anfang an. Man kann das mit Software ausrechnen, aber das Problem ist dann, dass natürlich am Rand Informationen verloren gehen, die weggeschnitten werden. Und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie gut das die Rekonstruktionssoftware kann umgehen, wenn sie irgendwie verzerrt ist. Dann gehe ich zu der Rekonstruktion, die wir jetzt angewendet haben. Es gibt so ein Programm, das heisst Visual SFM, Visual Structure from Motion. Ist von einem Chinesen als Postdoc entwickelt worden. Und die Software ist eigentlich einfach ein Frontend, also ein GUI für eine ganze Sammlung von Tools wie SIFT GPU, Multicore Bundle Adjustment, CMVS. PMVS, CEM, PMVS, MVE, Shure und so weiter. Und jede von diesen Software ist irgendwie eine Library, die eine Task macht, wie zum Beispiel Feature Detection oder irgendwie Erkennung von Punkten im Raum. Oder es ist alles sehr komplex, sehr viel numerische Mathe und so weiter. Genau, bin ich sehr froh, dass das andere Leute schon gemacht haben. Da gibt es auch sehr viele neue Entwicklungen. Ich glaube, irgendwelche Journale, die sich mit diesen Themen befassen, weil es ein interessantes Thema ist für
zum Beispiel Landwirtschaft, wenn man erkennen will, ob es Schädlinge im Feld hat, oder Architektur, wenn man irgendwie irgendwelche Ausgrabungen in 3D erfassen und so weiter. Und da wird noch viel Forschung betrieben. Die Software ist cool offen, aber es ist irgendwie eine komische Lizenz. Das heisst, wenn man den Autor nicht irgendwie anfragt oder so, darf man es nur brauchen für akademische und non-kommerzielle Projekte. Aber die Komponenten, die verwendet werden, unten dran sind zum grossen Teil unter Open-Source-Lizenzen, unter freien Lizenzen verfügbar. Und darum könnte auch jemand, also es ist ein GUI, das dann die Tools unten dran aufruft. Das könnte man mit anderen, also könnte jemand noch implementieren. Die Installation ist ziemlich kompliziert, weil es hat eben sehr viele so Libraries braucht, die dann irgendwie auf Grafikkarten zugreifen und irgendwie eine spezielle Version von anderen Libraries brauchen. Wir haben so ein Skript in der Dokumentation, das ich auch dabei habe, das ich nachher noch umgeben kann. Wie man es unter Ubuntu 14.04 installiert, was halt dann aktuell war. Unter Arch Linux gibt es ein Paket, das man installieren kann, aber zum Teil sind Dependencies dann wieder unmaintained und broken oder so. Aber dann, wo wir es gemacht haben, hat man die auch eigentlich gut flicken und dann ist das eigentlich gut gelaufen. Eine Alternative ist, es gibt einen Docker-Container, wo man mit GUI starten kann, aber es ist die Frage, ob der funktioniert. Wäre aber sicher eine gute Lösung, um das irgendwie so ein bisschen isoliert zu paketieren. Wenn es mal läuft, dann ist noch wichtig zu wissen, dass es eine Konfigurationsdatei gibt. Und da drin kann man ganz viele versteckte Optionen noch konfigurieren. Man kann noch CUDA-Support aktivieren in einem Menü. Das ist jetzt nicht relevant, wenn man sich nicht gerade konkret damit befasst. Für die Rekonstruktion haben wir ein Subset von den Bildern verwendet, weil wir halt, wie man gesehen hat, sehr viel an der gleichen Stelle durchgeflogen sind. Und um ein bisschen Zeit zu sparen bei der Rekonstruktion, was halt doch mehrere Stunden lang gegangen ist, haben wir einfach so ein eine Auswahl getroffen von den Bildern, damit wir von jeder Seite so etwas drin haben. Und dann gibt es so drei Knöpfe, wo man zuerst die Feature-Erkennung startet. Nachher kann man die Sparse Point Cloud rekonstruieren, da kann man live zuschauen, das dauert ein paar Stunden. Und man kann die ganze Zeit drin rumscrollen und drehen und es kommen immer neue Punkte, das ist noch recht cool. Und am Schluss tut man dann die Dichtepunktwoche rekonstruieren und dann kann man dann auch irgendwie über eine Nacht lang den PC noch laufen. Genau. Ist auch nicht gerade RAM-sparsam. Das sieht etwas so aus in der Software. Das sieht man jetzt von den Bildern, die wir reingeladen haben. Man kann so reinzoomen und es ein bisschen so anschauen. Und was die Software macht, ist, es tut die eigentlich, was man sieht. Man sieht auch jedes von diesen Pünktchen in der Luft, ist eigentlich ein Foto, wo die Position von der Aufnahme erkannt worden ist. Und man sieht aber also die Figur vom Rundumfliegen, die man schon sehr gut erkennt. Man sieht zum Beispiel sehr gut auch, dass die Kille, die neben dran ist, die haben wir nicht speziell irgendwie umflogen. Darum sieht man vor allem nur von einer Seite Punkte. Das wäre vermutlich nicht ausreichend, um es zu rekonstruieren. Der nächste Schritt ist, dass wir die verdichten. Und dann werden zwischen diesen Punkten weitere Punkte eingerechnet. Und es sieht dann so aus. Man sieht es schon sehr schön, man hat Texturen, man hat die Form vom Schloss. Man hat leider noch sehr viel von dem Noise hier in der Luft. Ich weiß nicht genau, von wo der kommt, aber unsere Lösung war dann einfach, wir haben die manuell rausgelöscht, indem man halt immer das Rechteck drüber zieht, dann ein rotiert, wieder ein paar weglöscht und so. Und dann war ich einfach eine Stunde lang am Punkt löschen gewesen. Dafür hat man nachher viel bessere Ergebnisse, wenn man es rekonstruiert, wenn man das Mesh generiert daraus. Für die Rekonstruktion haben wir MeshLab verwendet. In dieser Version kann man so ein PLY-File exportieren. MeshLab ist so ein Open-Source Mesh-Editor-Software. Ist leider von der Usability her nicht so das Wahre. Es muss das komplette Modell ins RAM reinladen. Und ich hatte dann noch 16 GB RAM und 8 GB SWAP-File. Und irgendwie hat es dann 15 Minuten lang geladen und ist dann crashed, weil einfach 24 GB RAM ausgenutzt waren. Und dann musste ich dann Hardware kaufen und so weiter. Aber dann haben wir 32 super gelaufen und dann kann man die Poisson-Rekonstruktion eigentlich aus dieser Software aus aufrufen, die ist dort implementiert. Es gibt noch so Werte, die man sich parametrisieren kann und die Werte steuern eigentlich, ob man mehr Glättung hat oder ob man mehr Details will. Also wenn man so irgendwie Punkte hat, die so ein bisschen Ausreißer sind, könnte es ja sein, dass es effektiv Details sind, die man das Mesh drüber hat. Oder es könnte sein, dass es einfach ein Rauschen ist und man möchte es einfach glatt haben. Das hat so ausgesehen. Man sieht schon gut, das ist das Schloss. Aber man sieht auch, es hat überall so ein bisschen die Hick drin. Man sieht gerade hier auf dem Dach hat so die komischen Furchen drin. Das ist eben wegen dem Schnee, wo halt, es hat es ein bisschen schwierig gemacht bei der Erkennung. Was man auch schön sieht, ist hier, es hat so die Dellen.
Das ist aber kein Fehler, sondern das ist das Efeu, das um das Schloss herum war. Nachher hat es ein bisschen eine manuelle Nachbearbeitung gegeben, wo man halt so ein bisschen die Unschönheiten, es gibt so ein Werkzeug, das man so wie mit dem Daumen beim Ton bearbeitet, das kann glatt streichen. Und dann ist man einfach dort auf dem Modell gedreht und ist überall so ein bisschen alles am glatt streichen, so ein bisschen wie wenn man töpfert. Genau, und das Resultat ist dann das gewesen. Ich habe ein paar von denen mitgebracht. Die kann man nachher auch irgendwie umgehen, das dann irgendwie verdienen. Und das ist eigentlich sehr gut herausgekommen. Man sieht wirklich das Objekt halt an, dass es nicht konstruiert ist, sondern dass es etwas ist, was ein bisschen unvorförmig ist. Viele Leute finden dann, ja, ihr 3D-Drucker ist scheiße. Und wir finden dann, ja, nein, es ist eben, und erzählen dann halt Geschichten hinterher. Und das ist immer lustig, wenn man dann kann erklären, dass es nicht unschön ist, sondern ein Efeu ist und so weiter. Genau, das war es eigentlich von diesem Teil schon. Das sind noch die falschen Links. Copy-Paste. Wenn ihr Fragen habt, kann man die schon mal beantworten. Wenn ihr interessiert seid, es ist bei dieser Arbeit noch darum gegangen, um noch herauszufinden, wie man Luftbilder macht. Jetzt geht es um 3D-Rekonstruktion. Ein anderes Thema ist, dass man eigentlich von oben her ein Bild macht und so ein Orthofoto generiert. Das haben wir eigentlich in der gleichen Dokumentation auch noch evaluiert, haben verschiedene Softwares verglichen und haben noch eine Open-Source-Software gemacht, die das eigentlich recht cool macht. Wenn ihr weiss, kann ich schnell in 3 Minuten zeigen, was es hier gibt und so weiter. Aber sonst, wenn mal jemand eine Frage hat, dann und jetzt mal beantwortet. Ja? Achso, ich. Was waren die anderen Softwares, die du ausprobiert hast? Pix4D und Photoscan Pro. Okay, und die hatten schlechtere Ergebnisse als. Jein, also es hat. Ich kann schnell schauen, ob ich gerade das Bild finde. In den Ordner finde. Ja, ich müsste zuerst versuchen. Aber die haben auch sehr gute Resultate geliefert. Sie waren einfacher zu bedienen, offensichtlich, weil es halt kommerzielle Software ist. Wir haben so Trial-Versionen benutzt von denen. Und das ist eigentlich, was beide gemeinsam haben, ist, dass man sehr wenig Konfigurationsoptionen hat. Aber es funktioniert eigentlich auch auf der Box recht gut. Bis auf den Fakt, dass zum Beispiel hier auf der Seite, am Schloss, sieht man hier den Weg. Und Pix4D hat aus irgendeinem Grund den Weg einfach so schräg aufgemacht. Ich weiß nicht genau wieso, vermutlich hätte man irgendwelche Parameter tunen oder so, aber das haben wir dann nicht gemacht. Pix4D ist interessant, das ist ein EPFL-Spin-off, wo im Welschen vor allem auf den Bereich spezialisiert ist, wo man so Luft, irgendwelche Drohnen hat, wo in der Landwirtschaft zum Beispiel Felder abfliegen und dann eben schauen, hat es irgendwie Schädlingsbefall, hat es irgendwie Unebenheiten oder solche Sachen, wo dann auch so Oberflächenmodell macht. Und Photoscan Pro ist, so viel ich weiss, auch noch ein bisschen mehr auf so Luftbilder und so spezialisiert, kann aber auch ein Oberflächenmodell machen. Genau. Ja, es gibt gerade im Zusammenhang mit Augmented Reality, jetzt die neue so Tools wirklich gerade, können eigentlich live Ausbilder und Daten zum Beispiel von einer Inertial Measurement Unit, in dem sind die Bilder zusammen stitchen. Also, haben wir irgendetwas gefunden, noch in die Richtung? Oder? Nein, also was es dann noch gegeben hat, also ein bisschen für ein bisschen mobiler, ist von, ich glaube, von Autodesk irgendwie Pix 1, 2, 3 oder irgendwie so etwas. Wo man auf dem Handy hat, können einfach Kamera einschalten, rumlaufen und es wird live rekonstruiert, aber natürlich alles in der Cloud. Also das ist nicht etwas, was man auf dem Nattel rechnen kann. Wenn man jetzt spezialisierte Hardware hat, dann kann ich mir das gut vorstellen, weil diese Software hat zum Beispiel, glaube ich, nicht gross den zeitlichen Abstand berücksichtigt. Das heisst, wenn man ein Video hat, dann weiss man, dass das nächste Frame nicht auf der anderen Seite des Schlosses kann sein, weil man nicht so schnell sich dorthin bewegen. Und ich glaube, mit dieser Information könnte man sicher noch den Prozess beschleunigen und vermutlich auch verbessern, wenn man einfach schon weiss, dass gewisse Punkte nicht sichtbar sein können von einer Seite. Genau, sonst haben wir uns dort nichts damit befasst. Ja. Haben wir da Zwölfe irgendwo, die man braucht, dann für die Rekonstruktion? Ja, wenn man auf. Ich habe letztens bin ich auch über etwas gestolpert, über die Flight Gear Mailing Liste. Die brauchen das zum Alleine, das braucht zum Cockpit. Rekonstruieren in 3D. Ist aber eine andere Toolchain gewesen jetzt, ich weiß es auch nicht genau, und ich kann es schon den Link mal raussuchen. Und die haben eben jetzt ein Repository gehabt mit 2, 3 Sample-Datasets von Schlössern, die das auch in Mesikogo abfliegen. Mhm. Ich schicke dir sonst mal einen Link. Ja, das ist super. Also wenn man auf photogrammetry.cordon.ch geht, dann findet man hier einen Ordner.
Da drin hat es Daten. Ah, kein Internet. Ja, ist gleich. Da drin hat es Daten, die ganzen Originaldaten, die ganzen Rekonstruktionen von jedem Zwischenschritt und so weiter. Und sie sind alle unter einer freien Lizenz verfügbar. Das heisst, mit denen kann man experimentieren. Die Dokumentation ist auch dort, das PDF. Und auch die verschiedenen Resultate, die man heute hat. Ist gut, ist sonst noch etwas? Ah, und genau, das wäre nachher der nächste Schritt. Ist gerade noch irgendeine Frage? Das ist, wenn Interesse besteht und wir noch, haben wir noch kurz Zeit. Okay. Etwas weiteres, was uns aufgefallen ist, eben, wir haben uns noch ein bisschen damit befasst, Luftdaten. Der Dozent, wo wir das zusammen gemacht haben, ist ein bisschen interessiert bei OpenStreetMap und dort sehr involviert. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, kann man einfach Luftbilder machen, um zum Beispiel nachzeichnen in OpenStreetMap, weil sie halt dann unter einer eigenen Lizenz stehen. Und dann haben wir uns ein bisschen umgeschaut und die Software kann das auch. Wir haben von der Hochschule aus der Luft haben wir ein Bild gemacht. Da sieht man jetzt ein Luftbild von der Hochschule, das relativ wenig Aufwand eigentlich gegeben hat. Wir sind dort einfach rundherum geflogen. Das ist schon eine sehr gute Qualität. Das ist jetzt mit Pix 4D. Ein weiteres Bild, das wir gemacht haben, ist mit Photoscan Pro. Und das ist eigentlich in meinen Augen das beste Resultat von allen. Wenn man da ein bisschen reinzoomt, das ist jetzt die massiv verkleinerte Version. Da sieht man da schon alle Details. Man sieht irgendwie auf den Dächern. Hier sieht man die ganzen Installationen mit Solarpanels von der Umwelt- und Energietechnik-Leute. Also es ist wirklich schon sehr schön und das ist jetzt wirklich die kleine Variante, die etwa 20 MB gross ist. Das Original ist irgendwie 120 oder so. Genau, und dann haben wir uns ein bisschen umgeschaut. Die haben jetzt auch Open-Source-Tools. Und auf etwas, wo wir gestossen sind, ist OpenDroneMap. Das findet man zum Beispiel auf GitHub. Und was das eigentlich ist, ist eine Sammlung von Scripts, wo so ein bisschen ähnlich wie das andere GUI-Tool, einfach ohne GUI, andere Tools aufruft und Rekonstruktion macht. Es werden häufig die gleichen Libraries verwendet und daraus so Luftbilder macht. Ich muss jetzt gerade schauen, ob es da ein Beispiel hat. Hier sieht man so ein Beispiel von einem Oberflächenmodell. Das nennt sich auch 2,5D-Rekonstruktion. Und zwar darum, weil man fliegt über ein Gebiet drüber. Und wenn man jetzt ein Brückli hat, dann sieht man, das Brückli ist erhöht. Man fliegt aber nicht unter dem Brückli durch, weil die Information ist irrelevant für die Oberfläche, für halt so das Muster. Ist aber auch nicht 2D, weil es nicht komplett flach ist, man hat Höheninformation. Und das nennt sich dann 2,5D und das ist etwas, was sehr viele Leute interessiert sind. Weil man kann dann auch zum Beispiel von der Höhe kann man dann eine Entzerrung ausrechnen. Wenn man nicht immer, also wenn jetzt die Kamera ein bisschen in einem Winkel steht zu einem Gebiet, dann sieht man nicht unbedingt, wenn man jetzt überfliegt, dann bewegt sich der Hügel über und dann verdeckt ein gewisses Gebiet wieder und die Sachen kann man dann ausrechnen mit diesen Informationen. Und es funktioniert eigentlich so, dass man einfach das Skript nimmt, man gibt ihm einen Ordner mit JPEGs, man sagt, mach mal, und dann bekommt man einen Ordner mit 2D-Files, mit 3D-Files und genau, das ist wirklich sehr komfortabel. Wir haben von uns noch Docker-Container gemacht, wo man kann aufrufen kann, ohne dass man irgendetwas installieren muss, aus Docker. Und das ist wirklich so, man macht in Ordnung von Bildern, startet es und am Schluss bekommt man das Resultat. Im 2013 oder 2014, als wir das gemacht haben, hat es dann noch so ausgesehen. Ich hoffe, es ist noch im Cache, genau. Man sieht hier, es ist wieder etwas das gleiche Gebiet. Wenn man reinzoomt, sieht man auch, die Details sind sehr schön erhalten. Es ist zum Teil noch so ein bisschen kurvig. Aber so im Großen und Ganzen ist wirklich die Detailrichtung ist sehr gut. Was man aber auch noch sieht, ist, dass man hier überall so Polygon sieht. Und das liegt daran, dass die Software eigentlich zuerst ein 3D-Modell rekonstruiert und das dann einfach auf 2D projiziert, um die Bilder zu machen. Ist natürlich aufwendig, aber gibt die besseren Resultate. Aber man sieht auch bei den Polygon, dass dort einfach die Helligkeit noch nicht normalisiert worden ist. Ich nehme jetzt stark an, das ist inzwischen behoben worden. Hätte eigentlich für diesen Talk noch ein Experiment machen, aber ich bin nicht mehr dazugekommen. Aber ich finde, das sieht sehr vielversprechend aus, wenn man irgendwie selber Orthofotografie machen will, Luftbilder erstellen. Ja, gibt es da dazu noch Fragen? Ja. Also was haben wir das gemacht? Irgendwas Bachelorarbeit oder? Nein, das war so ein bisschen Freizeitreduktion. aber es ist eigentlich wirklich darum gegangen, dass wir das Schloss in 3D erfassen. Und dann haben wir eben mit der Hochschule geredet und sie hat gefunden, ja, sie sponsern uns da irgendwie ein bisschen Geld für Aufwand und so. Und haben gefunden, wir müssen einfach Dokumentation schreiben, wo wir gefunden haben, machen wir sowieso. Und dann, als wir schon fast fertig waren, hat es geheißen, ja, aber Luftbilder wären auch noch schön. Und dann haben wir gefunden, okay, machen wir jetzt noch. Mich hat es persönlich noch interessiert und es war nicht mehr so viel Aufwand.
Genau. Und mit der Dokumentation haben wir es ein bisschen übertrieben, aber dafür ist das relativ gut rausgekommen, was man hier anschauen kann. Kein Bundesordner. Das ist kein Bundesordner. Aber hier sieht man auch noch, wenn sich jemand noch anschauen will, in gedruckter Form, da sind die ganzen Luftbilder noch drin. Genau, das wird auch irgendwie in Dungen rumliegen. Ist gut? Es können weitere Fragen sein, dann kann mehr sein. Schön.